Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Und heute gibt es mal mein Video zu meinem Bautrockner. Dafür drehe ich jetzt mal die Kamera rum und zeige euch mal, was hier alles aufgebröselt und aufgebaut ist. Und ja, wir fangen erstmal an. Das Moped hier, das ist so ein luftentfeuchter Gedöns. Das da läuft auch 24 Stunden, 7 Tage die Woche, hat schon hier 62,7 irgendwas Kilowattstunden verbraucht. Ihr seht es hier. Warte mal. Moment. So, ihr seht es hier. Hier unten ist der Wasserstand. Da ist er jetzt. Und das muss man einmal am Tag leeren. Dann habe ich hier jetzt meine Löcher in der Bude. Da ist jetzt ein Loch. Und da wurde die Sockelleiste entfernt. Das Moped liegt da. Und jetzt kommt der Knaller. Das saugt hier. Und die Luft wird da reingesogen und soll hier ja, das Wasser rauslutschen, was unter den ganzen Vlies ist. Der Rohrbruch kam von da und hier war alles unter Wasser. So, jetzt gehen wir einfach mal weiter. So, hier haben wir noch ein Loch mit einem Zugang. Dann haben wir hier ein Loch mit einem Zugang. Da haben wir noch einen Zugang, da hinten ist mein Arbeitszimmer. Hier sind meine Schaumstoffmatten, die ich über hatte. Die baue ich mir jetzt, hier sieht man so ein bisschen, die baue ich mir dann hier so hoch. Und habe dann die Möglichkeit, weil ich penne da drüben, dass ich so ein bisschen mehr Ruhe habe. Ja, dann wieder ins Wohnzimmer. Da ist noch ein Löckskin und da ist noch ein Löckskin. Und das ganze Zeug geht hier in dieses Areal-Moped. Keine Ahnung, was das Ding macht. Es gibt auf jeden Fall kein Wasser raus. Ich muss da drin nichts entleeren. Man kann auch hier mal reingucken, aber man sieht da gar nichts. Und dann geht, also hier geht ein Schlauch rein, hier geht ein Schlauch wieder raus und geht dann in diese blaue Box. Die da unten, da, ja, so ein bisschen pustet und plustet. Und wenn man mal hier rauf schaut, das ist hier die Uhr. 11.069. Hier ist auch wieder so ein Wasser-Moped-Sauger. Also ein Luftentfeuchter. Und die Dinger laufen 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Es ist wirklich echt nervig. Und ja, hinzu kommt, dass man hier die Schläuche am Start hat. Ja, das wird jetzt noch so die nächsten 10 Tage, denke ich mal, hier rumsaugen. So, dafür holt man hier die Kacke raus. Also ausmachen. Okay. So. Jetzt haben wir hier so dieses Teil. Jetzt will ich mal gucken, wie ich das einhändig mache. Die Kamera so halte. Geiler Wasserhahn. Das ist jetzt ein Tag, Freunde. Ein Tag. Nicht irgendwie. Ich befühle die Scheiße nicht. Ne? Also, das ist wirklich ein Tag an Wasser, was da rauskommt. Seht ihr hier diesen Eimer? Jetzt kommt die Scheiße wieder rein. Ja. Und an die Kirche. Und ja. Ja, hier war wirklich Land unter. Also ich hatte hier wirklich das Wasser drin stehen. In meinem kleinen Badezimmer stand das Wasser. Bis hinten ins Arbeitszimmer ist es rein. Und ja. Das ist momentan die Baustelle des Commanders. In dem Sinne, gut Schuss, Freunde. Bis zum nächsten Mal, euer Commander.